An deiner Stelle würde ich aufgeben. Dieser Dodgeballplatz ist nicht groß genug für uns beide. Du redest wie ein Blödmann, LaSalle. Und weißt du, was mit Blödmännern passiert? Sie verlieren. Los, Vince, gib nicht auf! Ja, du schaffst es! Nach meinen Berechnungen wird er abgeworfen und wandert ins sogenannte Gefängnis. Trotzdem, zeig's ihm, Vince. Hol mich hier raus, Vince. Ich ertrage es nicht, im Gefängnis zu sein. Ich halte es nicht aus, ich werde verrückt. Dreh nicht durch, Mikey. Das ist doch bloß das Dodgeball-Gefängnis. In Ordnung, Freunde. Fertig machen zum Wurf. Feuer! Das hat sicher wehgetan. Der arme Kerl, er hatte nicht die geringste Chance. Euch ist doch wohl klar, wenn wir noch einmal verlieren, werden wir den Schulrekord der Niederlagen aufstellen. Wie schrecklich. Daran bin nur ich schuld. Das ist nicht nur deine Schuld. Dodgeball ist ein Mannschaftsspiel. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Naja, so sind jedenfalls die Regeln. Na, wie geht's denn so? Bisschen besser nach dem coolen Getränk. Setz dich zu uns. Meine Mom hat gesagt, ich soll meine Gitarrenstunden nicht vernachlässigen. Der Kleine hätte sich mal lieber für Mundharmonika entscheiden sollen. Die lassen sich leichter rumschleppen. Komisch, wir haben Gus noch kein einziges Mal Dodgeball spielen sehen. Kann gut sein, aber selbst wenn er mitspielen würde, glaubst du, dass es irgendeinen Unterschied machen würde? Das ist El Diabolo! Ah! Oh. Hey Kleiner, alles in Ordnung? Ich glaub schon. Ist er weg? Du meinst unseren Freund Gus? Ja, er ist weg. Gus? So nennt er sich jetzt wohl. Ja, so heißt er. Trotzdem bleibt die Frage, warum hast du ihn El Diabolo genannt? Das heißt auf Spanisch der Teufel. Er war früher bei mir auf der Schule. Genauer gesagt, er hat sie terrorisiert. Gus? Hör zu, Kleiner. Sei ja vorsichtig. Dir ist wohl eins von den Chips nicht bekommen. Das ist mein Ernst. Dieser Gus, wie ihr ihn nennt, das ist der gefährlichste Dodgeball-Spieler, der je existiert hat. Das war auf der Jesse-James-Grundschule, als ich ihn das erste Mal zu sehen bekam. Manche sagen, dass Dodgeball da erst erfunden wurde. Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass auf dieser Schule ein ganz schön rauer Wind wehte. Und das hatte mit El Diablo, dem schnellsten Dodgeball-Spieler im Westen, zu tun. Gus? Der schnellste Dodgeball-Spieler im Westen? Wir können deiner Erzählung leider keinen Glauben schenken. Glaub mir, man vergisst nie das Gesicht von El Diabolo. Bravo, mein großer Freund Gus, du spielst toll. Hallo Gus, das hört sich toll an. Guitar Gus wird später mal Rockstar. Ich werde das Ding so lange quälen, bis man zu mir Guitar Gus sagt. Ich kenne auch noch einen anderen Spitznamen von dir, mein Freund. El Diabolo. Der schnellste Dodgeball-Spieler in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Kommt dir nicht bekannt vor? Noch nie von ihm gehört. Er soll nicht Dodgeball spielen, das ist zu gefährlich. Hector hat recht, ich kann mit Dodgeball einfach nichts anfangen. Oh ja, entschuldige, wir wollten dich nicht beim Üben stören. Schade, dass Gus nicht El Diabolo ist. Ich würde zu gern Lawson und den Irren aus der 5. Klasse eine reinwürgen. Woher weißt du, dass er nicht El Diabolo ist? Komm schon, Gus würde nicht lügen. Stimmt. Sagen wir dasselbe auch über El Diabolo? Hector, komm, wir üben woanders. El Diabolo ist wieder unter uns. Was wollt ihr, Irren? Richtig gehört. Die gesamte 4. Klasse gegen die gesamte 5. Klasse in einem Mega-Dodgeball-Duell. Was? Ihr seid tatsächlich scharf darauf, dass wir euch vernichten schlagen? Das ist unser Ernst, Lawson. Wir verlangen eine Revanche. Arbeitet erstmal an euren Muskeln, bevor ihr uns wieder herausfordert. Wir können auch um einen Preis spielen. Das hört sich interessant an. Was hältst du davon, wenn wir um alle Murmeln spielen? Um sämtliche Murmeln? Ganz recht. Es geht um sämtliche Murmeln, die jeder in der 4. oder 5. Klasse hat. Der Gewinner kriegt alle. Durchsichtige, marmorierte und Katzenaugen? Sämtliche Murmeln bedeutet alle ohne Ausnahme. Na, das wär's doch. Wir werden garantiert gewinnen. Wir sind die Größten. Detweiler, du kriegst dein Dodgeball-Duell. Morgen in der großen Pause werdet ihr verlieren. PJ, ich hoffe, du weißt, was du da tust. Ich meine, wir hätten erst Gus fragen müssen. Er ist doch unser Freund. Warum sollte er Nein sagen? Nein! Ich werde nicht spielen. Aber Gus, wir brauchen dich. Nimm's nicht persönlich, TJ, aber meine Antwort ist nein. Such doch jemanden anders. Aber wir sind Freunde und gehen in die 4. Klasse. Da besteht doch eine tiefe... Überirdische Verbundenheit? Überirdische Verbundenheit zwischen uns. Tut mir leid, ich habe aufgehört, Dodgeball zu spielen. Hör auf rumzusitzen. Es geht hier um unsere sämtlichen Murmeln, hörst du? Junge, dieser Griff ist wirklich schwer. Gus, ich bin's, TJ, und ich werde dich nicht anflehen, aber... Bitte, bitte, du musst mitspielen. Es geht doch da schließlich nur um Murmeln. Nur um Murmeln? Hey! Spinelli, lass das! Ich brauche Stunden dafür, um das Ding richtig zu stimmen. Sag mir, warum du nicht mitspielen willst, du Satansratte! Das ist schließlich dein Spiel. Du bist El Diabolo. Nein, Freunde, ich war früher mal El Diabolo. Ein schlechter Ruf holt einen immer wieder ein. Wisst ihr, früher war Dodgeball für mich das Wichtigste.
Ich beherrschte sämtliche Direktwürfe, die aufgesetzten, getarnten, gedrehten, gerollten, versteckten und die offenen. Alles, was man sich vorstellen kann. Ich war der Beste in der ganzen Schule. Das war ein irres Gefühl. Also für mich war es ein Tanz auf dem Vulkan. Vielleicht bedeutete mir das Spiel einfach zu viel. Jedenfalls auf einmal geschah es. Papi! Der Kleine war so verstört, dass er sich danach nie wieder auf einen Schulhof getraut hat. Er hat die Pausen im Klassenraum verbracht und das alles nur wegen mir. Tut mir leid, aber ich kann einfach nicht mitspielen. Will denn die menschliche Tragödie nie enden? Wenn man sich überlegt, dass ich dem Kleinen beinahe die Gitarre verstimmt hätte. Ich glaube, jetzt gibt's nur noch eins zu tun. Ein Handel? Ja, genau. Hey, das ist ein gutes Geschäft, denkt doch nach. Ihr kriegt die Hälfte unserer Murmeln sofort und braucht dafür nichts zu tun. Ihr habt kein Risiko. Was sollen wir mit der Hälfte, wenn wir alle kriegen können? In Ordnung, 3/4, das ist mein letztes Angebot. Vergiss es, Detweiler, wir werden dieses Horrorspiel wie besprochen durchziehen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei diesem Spiel ganz schön murmeln wird. Macht's gut. Tut mir leid, Jungs, ich habe keine Murmeln. Oh, nein, nein, nicht meine Gläsernen! Ja, das war ein schönes Lied, Gitargas. Oh, das ist aber eine hübsche Murmel. In Ordnung, Leute. Dieses Spiel heißt Dodgeball. Ich erwarte ein knallhartes Spiel, damit das klar ist. Und ich will keine Weichlinge auf dem Spielfeld. Der Sieger kriegt sämtliche Murmeln. Ganz wie ihr meint, eure Hoheit. Es ist schön mit euch gewesen, Freunde. Wir sehen uns alle in einer besseren Welt wieder. Das ist ein schöner Tag zum Verlieren. Ich suche mir den Dicken da aus. Dem werde ich es ganz schön zeigen. Lasst uns anfangen. Ja! Ja! Gas, du musst etwas unternehmen. Das Spiel ist unser Untergang. Ein entsetzliches Beispiel unmenschlicher Rohheit und Brutalität. Unsere Freunde haben wohl noch nicht mitgekriegt, dass man beim Dodgeball ausweichen muss. Du weißt nicht zufällig, wie der G7-Akkord geht, oder? Spiel ruhig weiter, du gleichgültiger Nero, während dein geliebtes Reich um dich herum in Flammen steht. Hey, wo ist eigentlich mein kleiner Freund Hector? Was sagst du dazu? Was sehen meine adlerscharfen Augen da? Das ist wohl der winzigste Viertklässler, der mir je untergekommen ist. Nein, Larsen! Hector! Mami! Er beschmeißt ein kleines Kind? Das hätte er nicht tun dürfen. Die Murmeln gehören uns. Alle Viertklässler sind im Gefängnis. Nicht alle. Wer ist es? Ja, das ist der, den alle El Diabolo nennen. El Diabolo, was? Ab jetzt heißt du El Verlierer. Ach ja, ist das so? Du hast gewonnen. Die Murmeln gehören euch. Nehmt sie euch, das ist mir egal. Bitte, aber verschont mich. Der hier ist für Hector. Volltreffer. Das war wirklich toll, Gas. Jetzt, wo El Diabolo wieder da ist, können wir auch die Jungs von der 6. Klasse im Dodgeball herausfordern. Ja, genau. Was hältst du davon, Gas? Das wär's doch. Nein. Ich will nicht. Tut mir leid, meine Aufgabe hier ist erledigt. El Diabolo hört auf, Dodgeball zu spielen. Und das für ewig. Es heißt immer, man soll ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen. Ich schätze, dasselbe gilt auch für kleine Jungs. Selbst ich hatte nicht gedacht, dass mein Freund Gast das drauf hätte, aber er hat's geschafft. Ich war wirklich froh, dass er mein Freund war. Er war für mich wie ein Baum, an den ich mich lehnen konnte. Doch in meinem Herzen wird er immer El Diabolo sein. Mein Held. Gast, komm zurück, hörst du? Die Schule ist doch noch nicht vorbei! Ich kriege ihn, ich kriege ihn!
Ich war mir so sicher. Schmeiß hierher, los, du sollst ihn hierher schmeißen. Leg den Ball weg. Gretchen Grundler, dieser Brief ist schon wieder für dich. Nicht mal ich bekomme so viele Briefe. Was sagst du dazu? Man braucht doch eine Geschäftsadresse und die Schule ist ein Geschäft. Dieser Brief ist vom Nationalen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Von der NASA? Hast du bestimmt irgendwas bestellt. Ich will nicht, dass du das über die Schule laufen lässt. Was ist es denn, Gretchen? Der alljährliche Forschungswettbewerb der NASA. Unter den vielen Einsendungen haben sie meine als die beste ausgesucht. Mann, das muss sicher ein cooles Thema gewesen sein. War es auch. Es hieß das Weltall, ein Tiefstemperaturfreiraum voller Schwerelosigkeit. Dann war ja cool, doch. Der passende Ausdruck. Und was hast du jetzt gewonnen, Gretchen? Ich weiß nicht genau. Irgendwie klingt das verwirrend. Lass mal sehen. Aufgrund ihrer Kenntnis ihrer komplexen und analytischen Vorgehensweise wurden sie dazu ausgewählt, an der nächsten Weltraummission teilzunehmen. An der nächsten Weltraummission teilzunehmen? Das heißt doch, dass Gretchen die erste Schülerin im Weltall sein wird. Wahnsinn. Ich werde die erste Schülerin im Weltall sein, wie es da oben wohl sein wird. Ich werde es euch erzählen. Gretchen, ich weiß ganz genau, wie es da oben sein wird, wenn man als erster Schüler dabei ist. Nachdem man da wie eine Cola-Dose raufgeschossen worden ist, heißt es, lebe wohl, Schwerkraft. Herzlich willkommen in der Geschichte. Hier, guck mal, ich fick dich die Gegend wie Superman. Commander, sehr komisch, aber ich finde, dass wir uns in unsere Mission einweihen sollten. Unsere Mission, die ist gestrichen. Schluss mit den blöden Versuchen. Ab jetzt gibt's nur noch Abenteuer. Aber unsere Befehle lauten... Befehle hin, Befehle her. Lieutenant, volle Kraft voraus. Festhalten, Leute, wir fliegen alle zusammen zum Mars. Ja! Wow. Ich hab einen richtigen Kloß im Hals jedes Mal, wenn ich daran denke. Glaubt mir. Ich hab einen richtigen Kloß in meinem nervösen Magen. Tut mir leid, Freunde, aber ich kann das einfach nicht. Du kannst das nicht? Gretchen, jetzt warte mal! Was redest du denn da? Du hast mich schon verstanden. Ich fliege da nicht drauf. Warum denn nicht? Jeder träumt doch von sowas. Komm schon, TJ, sieh mich doch an. Um Astronaut zu werden, da muss man aus dem richtigen Holz geschnitzt sein. Da muss man stark sein. Die von der NASA haben doch gar keine Ahnung, was für ein dürres Gestell sie sich da ausgesucht haben. Sobald die mich sehen, schicken die mich wieder nach Hause. Mein Zimmer zu Hause steht voller Modelle von allen möglichen Raketen. Von der Mercury bis hin zur Raumfähre und was weiß ich. Ich habe alle Bücher gelesen, die es über die Raumfahrt gibt. Sogar die ohne Bilder drin. Ich weiß alles über die Astronautenausbildung. Und Gretchen Grundler. Eins schwöre ich dir, glaub mir, wenn ich mit dir fertig bin, dann bist du fit für die NASA. Du hast ein Buch ohne Bilder gelesen? In Ordnung, TJ Detweiler, die Sache ist abgemacht. Also Gretchen, ich hoffe, du hast gut gefrühstückt, denn dein offizielles Astronautentraining fängt gleich an. Ich finde das nett von dir, du machst dir wirklich viel mehr Mühe, als man von dir erwarten könnte. Du wirst dir gleich Mühe geben müssen. Das schnallt Gretchen an. Raumfahrtkandidatin angeschnallt, Sir. Fertig, meine Liebe? Naja. Bodenpersonal, auf geht's. Ich nehme einmal an, dass bei dieser Übung die Auswirkungen auf den Körper während des Startes simuliert werden. Außerdem möchte ich mal sehen, wie lange du es aushältst, bevor du dir dein Mittagessen wieder durch den Kopf gehen lässt. Ich hätte mir den Nachschlag heute Mittag beim Essen wirklich verkneifen sollen. Das war nicht gut. Tut mir leid, Freunde, das war sicherlich... nicht schön. Als Randall letzte Woche die Fischsuppe nicht vertragen hat, hat er sich nicht so vornehm übergeben wie du, Gretchen. Du brauchst dich nicht zu schämen, Gretchen. Das passiert allen Astronauten, wenn sie mit ihrer Ausbildung anfangen. Ich weiß nicht, von diesem Gedreh ist mir richtig schwindelig geworden. Vielleicht sollten wir für heute aufhören. Nichts da. Richtige Astronauten machen nie Schluss. Keine Sorge. Auf mich kannst du dich verlassen. Als erstes sorge ich dafür, dass du den Boden unter den Füßen verlierst. Ich hätte mehr Lust dazu, mich irgendwo hinzusetzen oder hinzulegen. Aber nicht während der Astronautenausbildung. Als nächstes kommt die NASA-Simulation. Künstliche Schwerelosigkeit. Bodenpersonal, fertig machen für die Simulation. Fertig, Training, Commander Detweiler. Also, ich weiß nicht, ob das hier alles so richtig ist. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Hey, sieh doch mal, ich bin Peter Pan. Hör mit dem Quatsch auf, Grundler. Du bist ein Astronautin und kein Märchen-Heini. Entschuldigung. Fertig für Weiterführung des Schwerelosigkeitstrainings, Sir. So lobe ich mir das. Wir können mit der Asteroidensimulation anfangen. Asteroidensimulation? Aber TJ... jetzt! Oh, Vorsicht! Oh. Schulhof, wir haben ein Problem. Jetzt glaub mir doch, TJ, die Wahrscheinlichkeit, dass die Raumfähre auf Asteroiden trifft, ist praktisch gleich null. Du musst einfach auf jede denkbare Möglichkeit vorbereitet sein. Wie wär's mit der Möglichkeit, mich eine Runde hinzulegen? Ich bin total erschöpft. Schlafen kannst du, wenn ihr heil wieder zurück seid. Es warten noch weitere Trainingseinheiten auf dich. Gas, leg los! Hier, Gretchen, ist ein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zubereiteter Kraft-Nahrungs-Energieriegel. Solche Dinger kriegt ihr auch im Weltall zu essen. Der riecht aber verdächtig nach diesen luftgetrockneten Mini-Salamis. Vielleicht liegt's daran, dass es eine ist. Ich verzichte, Gus. Ich mag kein Trockenfleisch. Allein die Nitrate, die da drin sind. Spür's einfach mit dem runter, was Vince gerade für dich anrührt.
Das hier trinkst du jetzt auf Was ist das denn? Song, das offizielle Getränk der Astronauten. Komisch, davon habe ich noch nie gehört. Ich hab's doch eben gerade erst erfunden. Wenn du es erstmal im Weltraum trinkst, dann wird es auch offiziell, verstehst du? Ja, das finde ich sehr klug. Verstehe ich das richtig, dass ich in diesem Astronautentraining bloß dieses Zeug hier zu essen und zu trinken brauche? Nicht ganz. Freunde! Was passiert denn jetzt? Ich verstehe wirklich nicht ganz. Du musst das Zeug zu dir nehmen, während du kopfüber hängst. Du weißt schon, als ob du im Weltall wärst. Na, dann wollen wir mal. Ah, dieses Zeug brennt mir in den Augen. Jetzt reicht es mir. Gretchen, kletter wieder auf die Stange. Nein, TJ, genug ist genug. Ich zähle jetzt bis drei und wenn du dann nicht wieder an dieser Stange hängst, trete ich als dein Ausbilder zurück. Ich kletter da nicht drauf. Eins. Das ist doch affig. Zwei. Willst du mir mit dem Ding drohen? Zweieinhalb. Hör auf. Donnerwetter, Gretchen. Raumfahrt heißt doch nicht, dass man irgendwas auf dem Kopf trinkt oder dass man sich im Kreis dreht, bis es einem schlecht wird. Das ist doch Unsinn. Das hat doch nichts mit irgendwelchen blödsinnigen Aufsätzen zu tun. Oh-oh. Was sollte das denn eben heißen? Du hältst dich wohl für superschlau, du mit deinen Büchern und deinen blöden Computern. Raumfahrt ist mehr als nur Physik, Zahlen und irgendwelche Experimente. Und das wäre? Na, Abenteuer, Forschung und Träume. Träume, die ein Junge hat, seit er im Alter von 3 Jahren eine Rassel in Form einer Rakete geschenkt bekommen hat. So intensive Träume, dass er heute noch jeden Abend die Rassel unter sein Kopfkissen steckt, damit er sie während der Nacht spürt. Und wenn so jemand die Gelegenheit hätte, sich ins Weltall schießen zu lassen, meinst du, der würde so einfach aufgeben? Ich würde niemals aufgeben, hast du verstanden? Niemals! TJ, tut mir leid, ich hatte ja keine Ahnung. Das glaube ich dir. Die anderen auch nicht. Und dann dringt die Raumfähre wieder in die Erdatmosphäre ein und landet wie ein riesiger Kondor, bereit jederzeit wieder zu starten. Sie ist dadurch ein wiederverwertbares Raumfahrzeug. Irgendwelche Fragen? Miss Grokey, reden wir irgendwann mal wieder über das Lesen oder die Mathematik oder sowas? Philipp, wann hat man schon eine Klassenkameradin, die kurz davor ist, in die Geschichtsbücher einzugehen? TJ, wolltest du irgendetwas sagen? Nein, ich wollte nur meine verbitterte, zynische Einstellung gegenüber dem Raumfahrtprogramm zum Ausdruck bringen. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Alle Lehrer und Schüler mögen sich sofort in den großen Saal begeben. Unser Ehrengast von der NASA ist eingetroffen. Ein richtiger Astronaut. Ich habe einen guten Wagen. Wie furchtbar. Das ist Gretchens Ehrenfeier. Bleibt schön zusammen. Und der Letzte macht bitte die Tür zu. TJ, ich kann das verstehen, wenn du nicht zu dieser Feier gehen willst. Ich wollte nur sagen, dass ich auch diese Träume gehabt habe. Träume, in denen man aufblickt und Milliarden von Sternen sieht. Sterne, die bisher erst von wenigen Menschen gesehen wurden. Aber die Sache ist die, ich hätte nie gedacht, dass ich das mitbringe, was man braucht, um dahin zu fliegen. Aber dann bist du gekommen. Naja, du hast mir Mut gemacht. Durch dich glaube ich jetzt, dass ich doch das Zeug dazu habe. Ich wollte nur, dass du das weißt, TJ. Wenn ich etwas ändern könnte, dann würde ich wollen, dass du als Erster darauf fliegst. Liebe Lehrer, liebe Schüler, ich bitte um einen herzlichen Applaus für einen der ersten Männer, die einen Fuß auf den Mond gesetzt haben. Buzz Aldrin! Ich kann's nicht glauben, dass TJ sich Buzz Aldrin entgehen lässt. Das tut der Feierlichkeit des Anlasses doch einen gewissen Abbruch. Mr. Aldrin, wie man's dreht und wendet, Sie sind ein richtiger Held. Ich habe bloß eine Frage. Wieso werden Sie Buzz genannt? Soll ich ja nicht eine Schülerin ehren oder so? Ja, stimmt, Gretchen, komm mal nach vorne und zwar ein bisschen schnell. Es ist mir eine große Ehre, Mr. Aldrin. Nein, die Ehre ist ganz meinerseits. Ich habe deinen Aufsatz gelesen. Also, ich bin von der NASA beauftragt worden, Miss Gretchen Grundler diese Gedenkmedaille zu überreichen. Eine Frage, ist das vielleicht so eine Art Chip, mit der ich in die Raumfähre komme? Wie bitte? Na, für meinen Flug ins Weltall muss ich diese Münze vielleicht in irgendeinen Schlitz reinwerfen, damit da die Tür aufgeht? Um in die Raumfähre zu kommen? Hier muss irgendwie ein Missverständnis vorliegen. Gretchen, diese blitzblanke Medaille ist dein erster Preis. Heißt das, ich fliege nicht in den Weltraum? Es tut mir leid, aber so ist es. Die NASA kann dich nicht ins Weltall schießen, Gretchen. Dazu bedarf es Jahre an harter Ausbildung und du bist doch bloß ein Kind. Bloß ein Kind? Es tut mir leid, Mr. Aldrin, aber Sie können meine Freundin Gretchen nicht als bloß ein Kind bezeichnen. Brickley, wer ist dieser Lümmel? TJ Detweiler, Sir. Sie schafft es nicht, Kopf über Zong zu trinken. Und sie schafft es vielleicht auch nicht, beim simulierten Start ihr Mittagessen drin zu behalten. Das können nur wenige, mein Sohn. Aber Sir, sie hat das Herz eines Astronauten. Und darin geben Sie mir sicher recht. Es ist das Herz, das zählt. Ich würde euch ja wirklich gerne entgegenkommen. Aber ich weiß, dass die NASA es nicht erlaubt, eine Minderjährige ins Weltall zu schießen. Vielleicht eines Tages, aber jetzt noch nicht. Außerdem haben wir bereits 3 Sitze ausbauen lassen, um Platz für Ihre Experimente zu schaffen. Und ohne Entschuldigen Sie, Mr. Aldrin, sagten Sie gerade Experimente? 3 der Experimente, die du vorgeschlagen hast, sind so gut, dass die NASA beschlossen hat, sie auf ihren nächsten Flug auszuprobieren, Gretchen. Das meinten sie, als sie schrieben, du würdest an der nächsten Weltraummission teilnehmen. Gretchen, du fliegst tatsächlich ins Weltall. Zumindest meine Ideen. Mr. Aldrin, ich hätte eine Frage. Gibt es in der Raumfähre noch Platz für, sagen wir mal, eine kleine Lieblingsbaseballmütze? 5, 4, 3, 2,
1. Und jetzt nimmt sie ab, unser Raumfähre Atlantis. Und Denis ist eine kleine Lieblingsbaseballmütze. Und die Ideen einer großartigen Freundin.